Also, das Beispiel ist immer noch das Freispiel. Dies war 1891 der Grundsatz von Eduard Graf, dem Gründer der damals noch kleinen Brauerei im Gasthaus zur Sonne, der Sonnenbräu. Vier Generationen haben dazu beigetragen, dass wenigstens eine der ursprünglich 34 Brauereien im Rheintal zu überleben vermochte. Was vor 120 Jahren mit einer Braupfanne, einem Maispottich sowie einer mit Natureis betriebenen Kühlanlage begann, wird heute von hochmodernen Anlagen realisiert. Dank dem weitherum bekannten Lagerbier und den über einem Dutzend verschiedenen Bierspezialitäten nimmt der Beliebtheitsgrad des Rheintaler Biers weiter zu. Mit viel Innovation und Bezug zu der Region, in der man auch die notwendigen einheimischen Rohstoffe anpflanzen lässt, hat die Sonnenbräu eine Vielzahl einzigartiger Biere entwickelt. Darunter beispielsweise das Maisbier, gebraut aus Rheintaler Braumalz und dem einzigartigen Rietaler Riebelmais. Das Ländlegold aus feiner Liechtensteiner Braugerste oder das Zürich Hell, gebraut mit Hopfen aus Stammheim. Es ist unsere schöne Aufgabe, einem echten Rheintaler sein Bier zu brauen. Dank einem Höchstmaß an Qualität nach dem selbst auferlegten Reinheitsgebot gelingt uns das schon seit bald 120 Jahren. Denn früher war es Glückssache, ein hervorragendes Bier zu brauen. Heute, bald fünf Generationen später, eine Selbstverständlichkeit. Die Sonnenbräu nimmt sich für ihre Braukunst, dem Brauen, Gären und Lagern, nach wie vor 2 Monate Zeit. Diese im Verhältnis lange Produktionszeit, kombiniert mit den besten Rohstoffen, ist die Grundlage für das frischeste und ausgezeichnetste Bier, dessen Qualität durch viele nationale und internationale Auszeichnungen in Gold untermauert ist. Dank der ständig ansteigenden Beliebtheit konnte die Sonnenbräu in den letzten Jahren die Produktionsanlagen erneuern und zählt heute zu den modernsten Brauereien der Schweiz. Dem motivierten Einsatz der rund 30 Angestellten sowie der stets selbst anpackenden Geschäftsleitung verdankt die Sonnenbräu eine Jahresproduktion von über 3 Millionen Liter Bier. Kurze Verkaufswege zwischen dem Kunden und der Brauerei sowie ein umfangreicher Fuhrpark sorgen für einen schnellen Lieferservice und den frischesten Biergenuss. Der Familienbetrieb wird nun schon seit über 30 Jahren von Arnold Graf geführt. Mit dem Einführen des Lightbiers und den namhaften Spezialbiersorten vermochte er es, Tradition und Innovation zu vereinen. Dies wird auch zukünftig so bleiben, denn seine Tochter Claudia Graf unterstützt ihn bereits jetzt in seinen Tätigkeiten und sichert so den Fortbestand des Familienbetriebes in der 5. Generation. Prost, Papa. Zum Wohl. Sie wird die Sonnenbräu weiterhin auf dem rechten Weg halten und dafür besorgt sein, dass das Rheintaler Bier auch das frischeste Bier bleibt. Denn Bier ist Heimat. Bier ist Genuss. Unser Bier ist Sonnenbräu.